Das ist klar, dass in solchen unsicheren Zeiten die Zukunft Hochkonjunktur hat und natürlich die Menschen gerne wissen wollen, wie geht es denn weiter, wo bin ich im halben Jahr, wo bin ich in 5 Jahren. In dem Sinne sind die Informationen aus der Akasha-Chronik, also zum Beispiel, die wir über die Palmberg-Bibliotheken da erhalten, sind die so ein idealer Wegweiser. Ja, als hätte man in einem unbekannten Gelände eine gute Karte und an der kann man sich orientieren. Speicher, in dem alles vorhanden ist, was in diesem Universum jemals passiert ist und was jemals passieren wird aus unserer Sicht. Eine wirkliche Veränderung, die entsteht nur durch einen Bewusstseins- oder einen Paradigmenwechsel. Und ich denke, da sind wir momentan dabei. Ein herzliches Grüß Gott nach Sachsen, nach Dresden. Lieber Herr Thomas Ritter, ich freue mich wirklich sehr, dass das klappt heute, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dass ich Sie interviewen darf hier im Fenster-Podcast. Wunderbar, herzlich willkommen. Ein ganz liebes Hallo zurück aus Dresden, in den Schwarzwald und ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Winterhalter, für die Einladung. Ich freue mich auch ganz toll, dass wir uns heute hier so unterhalten können, da ganz entspannt. Und Ja. schauen wir einfach mal, was rauskommt und ja, begrüße schon mal unsere Zuseher hier. Jawohl. Ein Gruß in die Runde. Herr Ritter, als ich Sie das erste Mal gesehen habe, oder vielmehr Ihre Leser aus Indien, da war ich erstmal fasziniert von der Sprache. Also ich liebe Dialekte, ich liebe Sprache. Ich streng mich jetzt auch an, Hochdeutsch zu sprechen. Ich liebe auch Ihren Dialekt, finde ihn wunderbar. Und da dachte ich, was ist denn da? Was ist denn da los? Was machen denn die Palmblätter? Das wird aber spannend. Palmblattbibliotheken. Dann habe ich Ihre Videos gesehen, habe das sehr interessiert verfolgt. Und habe dann auch gewisse Verbindungen gesehen in der süddeutschen Raum. Da gibt es ja die Sage vom Borndelkramer im Bayerischen, wo dann der Tod immer wieder sagt, so ist es dir aufgesetzt, also da führt kein Weg vorbei. Und es gibt ja auch den Satz, du lebst ein geschriebenes Buch, Herr Ritter. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Sie oder vielmehr Ihre Kollegin in Indien haben Einblick in das Buch oder in dieses Aufgesetzte. Ist das so, Herr Ritter? Naja, das Buch, in dem Fall sind es ja die Palmberg-Bibliotheken, aber da steht ja natürlich mehr dahinter. Das ist Ja. dieses universale Weltgedächtnis, also manche nennen es die Akasha-Chronik, andere, wie gesagt, das Weltgedächtnis. Man stellt sich das vor als ein, ja, man könnte sagen, vergleichbar mit den heutigen Cloud-Speichern, natürlich noch viel, viel größer. Also ein Kontinuum, ein Speicher, in dem alles vorhanden ist, was in diesem Universum jemals passiert ist und was jemals passieren wird aus unserer Sicht, weil das, was wir als Zeit verstehen oder als Zeit messen, das gibt es da nicht. Das ist alles Gleichzeitigkeit, ist alles schon vorhanden. Passt interessanterweise auch zu den Erkenntnissen der modernen Physik, ja, die auch sagen, dass unsere Verständnis von Zeit eigentlich nur so ja, eine Art Schaltung vom Gehirn ist, damit wir uns also in dieser Gleichzeitigkeit auch irgendwie zurechtfinden. Ne? Das jedenfalls die Akasha-Chronik, so sehen es die Hindus, ist eben dieses universelle Weltgedächtnis, was alle Ereignisse enthält, die in diesem Universum jemals eben stattgefunden haben oder aus unserer Sicht noch stattfinden werden. Und dort kann ich vielleicht noch ergänzen, dass nicht nur die Palmblatt-Bibliotheken, sondern eigentlich jeder, der sich mit Zukunftsdeutung beschäftigt, ob das jetzt jemand ist, der halt im Kaffeesatz liest, in die Glaskugel schaut, ob das jemand ist, der medial begabt ist, wie es auch Leute im deutschsprachigen Raum war. Ich erinnere bloß mal an Erlmeyer oder eben ganz berühmtes Beispiel in Europa, der Nostradamus. Also alle Leute, die halt mit Zukunftsdeutung zu tun haben, die haben auf ihre ganz eigene Weise einen Zugang zu diesem Weltgedächtnis. Das Thema ist natürlich immer, ob man das, was man sieht, dann auch entsprechend adäquat einordnen kann, was man also mit diesen Bildern oder diesen Informationen anfangen kann, die eben dort gezeigt werden. Und erfahrungsgemäß ist es ja so, es gibt diesen schönen alten Spruch, weil Sie ja vorhin gerade bei der Sage da aus dem Bayerischen waren, da gibt es also diesen schönen deutschen Spruch, jeder ist sieht nur das, was er sehen will. Da ist auch viel dran. Ja, also für manche ist das Glas eben immer halb leer, für andere ist es immer halb voll. Und das ist eine Frage der eigenen Sichtweise, der eigenen Prägungen. Und diese Prägungen, die bestimmen unseren Blick auf die Welt. Und wenn jemand diese medialen Gaben hat und in diese Akasha-Chronik, in dieses Weltgedächtnis schaut, bestimmen diese Prägungen natürlich auch seine Sichtweise auf die Dinge, die er dort sieht. Und Leute, die selber vielleicht Kriegserfahrungen gemacht haben oder die, sagen wir mal, durch solche Ereignisse geprägt worden sind, die sehen vielleicht in bestimmten Auseinandersetzungen eher einen Krieg als andere Leute, die mit diesen Sachen noch keine Erfahrung hatten, die dann eher eine Umwälzung oder anderweitig das interpretieren würden. Ja, das
hat man auch bei Nostradamus gehabt, dass er dann sich eben entschlossen hat, diese Aussagen, die er dort gesehen hat, eben nur verschlüsselt wiederzugeben. Und meines Wissens ist es wohl so, im Nachhinein hat man dann immer gewusst, was er damit gemeint hat, aber so direkt im Voraus zu sagen, das und das wird jetzt passieren, das ist bei Nostradamus so wohl nicht passiert. Also das ist mein Kenntnisstand, kann mich da irren, aber so habe ich das verstanden, was ich so aus der Literatur über ihn da weiß. Also wenn ich es richtig verstanden habe, liegt auch immer ganz viel in der Neutralität im Auge des Betrachters, wie er das interpretiert. Und da sehen Sie ja, wie sind Sie denn eigentlich da dazu gekommen, zu dieser Palmblattlesung? Also das ist ja im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, habe ich das noch vorher gar nie gehört. Wie kommt man da dazu, Herr Ritter? Das Thema vielleicht mit der Palmblattlesung beziehungsweise den Schöpfern dieser Palmblattbibliotheken, das haben sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Diese Rishis, die Seher oder die Weisen des alten Indien, diese sogenannten Sapta-Rishis oder sieben heilige Rishis, die gelten in Indien heute noch als die Kulturbringer. Also Indien hat ja unwahrscheinlich viele Götter da im Hinduismus, aber die eigentlichen Kulturbringer, die den Leuten halt vermittelt haben, wie ein Staatswesen errichtet wird, wie man Landwirtschaft betreibt, wie man Städte baut, wie man eine Gesellschaft organisiert, das sind die Rishis. Und denen rühmt man eben auch diese spirituellen Gaben nach, dass sie halt in der Akasha-Chronik lesen konnten. Und offensichtlich waren sie in der Lage, sehr tief in diese Informationen einzudringen und das auch sehr klar wiederzugeben, weil sie haben der Überlieferung nach die Lebensläufe von mehreren Millionen Menschen aufgeschrieben. Und wie wir es halt in den kurzen Ausschnitten da, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten aus der Palmblatt-Bibliothek in Chennai gesehen haben, ist so diese Niederschriften nicht nur für individuelle Schicksale gedacht, sondern es gibt halt auch Aufzeichnungen, die sich auf unser aller Zukunft beziehen. Und auf die greift der Leser dort in diesen Clips, die wir gemacht haben, halt zu. Ja, wie man dazu kommt, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Okay, also, wir haben Zeit, ja. Ja, Reisen, fremde Kulturen, andere Völker, das, was hinterm Horizont liegt, das hat mich seit Kindheit beschäftigt. Jetzt hörst du natürlich den Einwand, ja, du bist ja in der DDR groß geworden, wie kann denn das da angehen? Es ist wie überall. Früher haben wir bei uns gesagt, Beziehungen sind das halbe Leben, heute sind sie das Ganze. Das heißt also, nein, bei uns war niemand in der Partei, weder mein Großvater noch meine Mutter, ich auch nicht. Aber wir haben eben Freunde gehabt und wir haben uns gekümmert und ja. So bin ich schon zu DDR-Zeiten ziemlich weit rumgekommen. Das hing auch mit dem Job meiner Mutter zusammen. Es konnte nicht jeder Parteisekretär sein. Manche mussten noch arbeiten. Unsere Familie gehörte dazu. Und ja, so haben wir also auch in der damaligen Sowjetunion viele Freunde gehabt, sodass ich dann schon, wie gesagt, zu Kinderzeiten relativ viel rumgekommen bin. Im Altai und beim Baikal war ich auch bei Schamanen und das war natürlich etwas, das hat meine Lehrer in der Schule dann schon sehr verwundert, ne, dass im sozialistischen Bruderland, dass es sowas noch gibt. Aber es gab es eben. Ne? Und das prägt. Und das Reisen und eben die Neugier auf andere Kulturen, die haben mich natürlich dann auch nach der Wende begleitet. Ich habe das einfach dann so hingenommen und gesagt, okay, jetzt ist der Rest der Welt auch offen und den schaust du dir halt auch an. Und alles, was sozusagen mysteriös, geheimnisvoll und nicht so direkt erklärbar war, das hat mich, wie gesagt, seit Kindesbein beschäftigt. Lieblingsfächer waren Geschichte, Geografie und Deutsch. Und die Bücher von Erich von Däniken, die habe ich als Kind oder als Jugendlicher schon gelesen, allerdings nicht auf Deutsch, weil die gab es in der DDR nicht, sondern die habe ich mir in Moskau, im GUM, im Kaufhaus, in der Bücherabteilung für 15 Kopeken geholt und habe sie halt auf Russisch gelesen. Ja, also Kyrillisch. Es war ganz spannend. Und dann habe ich mir gesagt, okay, die Plätze, die da geschrieben sind, die schaust du dir an und habe mich natürlich auch mit einschlägigen Publikationen und Themen beschäftigt und vielleicht erinnern Sie sich, da gab es Anfang der 90er mal ein ziemlich qualitativ hochwertiges Programm, ich glaube auf Sat.1, das hieß Fantastische Phänomene. Das war so eine Serie, da ging es um die Rätsel und Geheimnisse unserer Welt. Vermisse ich heute ein bisschen. Ich meine, gut, YouTube und die ganzen Geschichten, da gibt es genügend Produzenten, die das jetzt machen. Aber aus dem klassischen Massenmedium ist das Thema ein bisschen verschwunden. Aber damals war es halt sehr präsent. Und in einer dieser Folgen sprach ein junger Mann, der Holger Kersten, über seine Erlebnisse in Indien. Er hatte da ein Buch geschrieben, dass Jesus in Indien gelebt hatte. Das ist ein anderes Thema. Aber er beschrieb eben auch seinem Erfahrungen vor Ort. Und da ging es unter anderem darum, dass ihm in einer solchen Palmblattbibliothek sein Schicksal von antiken Manuskripten vorgelesen worden sei. Nun plante ich damals, das war 1992, plante ich damals gerade eine Reise nach Indien. Und ich habe mir gedacht, naja, damals müssen wir mal noch dran erinnern, unsere Zuschauer,
es war in der Zeit vor dem Internet. Na, also es gab eine Zeit vor dem Internet, sollte man heute gar nicht mehr glauben, aber die gab es. Wir haben die überlebt. Na, also na, Sie und ich, wir haben die überlebt. Wir wissen, wovon wir reden. Und damals war das Reisen organisieren ein bisschen komplizierter als heute. Na, also da konnte ich nicht einfach ins Netz gehen und sagen, da buche ich mir das Hotel und den Flug und ne, dann klappt das alles, sondern es war etwas aufwendiger. Deswegen habe ich ein bisschen voraus geplant und habe mir dann gesagt, okay, also wenn du dann schon die Möglichkeit hast, da mal für 8 Wochen oder länger nach Indien zu gehen, dann willst du dir natürlich so eine Bibliothek auch anschauen. Hab mit dem Holger Kersten Kontakt aufgenommen, der war auch so nett und hat mir die Adressen von 3 Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Es soll in Indien 12 geben. Ich selber habe inzwischen dort 7 besucht. Insgesamt gibt es bei beiden mehr. Das Phänomen ist in gesamt Südostasien verbreitet. Also ich war insgesamt in 13 Bibliotheken, unter anderem auch in Myanmar, in Sri Lanka, in Malaysia, Kambodscha und in Bali. Aber das kam dann alles später. Aha. Die erste Reise fand dann im August, also Juli, August 1993 statt. Und tatsächlich habe ich dort eine solche Palmblatt-Bibliothek gefunden. Ich muss dazu sagen, damals habe ich studiert. Und ja, wenn man Student ist, man hat nie allzu viel Geld, aber man hat noch ein bisschen mehr Zeit, als wenn man so im Arbeitsprozess drin ist. Und so hat das eben mit dieser 8-Wochen-Reise geklappt, Indien und Sri Lanka. Und dort war, wie gesagt, auch der Besuch in einer dieser Palmblatt-Bibliotheken dabei. Und so bin ich mit diesem Thema in Berührung gekommen. Aha. Und da haben Sie sich dann Ihr persönliches Palmblatt gleich vorlesen lassen? Echt? Ja, also es war so, ich habe das Ganze, gebe ich ehrlich zu, ich habe das Ganze für ein Märchen aus dem Morgenland gehalten. Ich habe gedacht, die erzählen irgendwas da, ja. Und woher sollten die über mich Bescheid wissen? Ne? Also der kleine Ritter da aus der DDR noch vom Dorf, und also wo soll es dann Palmblatt für mich geben? Ne? Das war so meine Einstellung. Aber ich hatte gelernt, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung, ich halte erstmal alles für möglich. Ne? Also es kann ja funktionieren. Also bin ich da recht offen in diese Lesung rein, und das ist relativ einfach. Also in dieser Bibliothek, in der ersten, die ich dort besucht habe, in Madras, also heute heißt die Stadt Chennai, das ist in Südindien, ist die Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu. Und die Bibliothek gibt es heute auch noch, auch der Leser, der das macht, der ist noch am Leben, inzwischen schon fast 30 Jahre her. Aber ja, sein Sohn ist inzwischen derjenige, der die Bibliothek übernommen hat, aber auch der Leser ist immer noch aktiv. Und bei ihm, bei dem Sri Ramani, war ich damals. Er war ursprünglich mal Lehrer, Schulinspektor und ist dann auch durch einige Umstände zu dieser Palmblatt-Bibliothek gekommen. Er hat mal Urlaub im Himalaya gemacht und da ist ein alter Mann, so ein Sadhu, auf ihn zugekommen und hat gesagt, du bist mein Nachfolger. Der wusste überhaupt nicht, was er von ihm wollte. Und der hat ihm dann durch eine Einweihung, also das war mit Sicherheit wirklich eine Einweihung im klassischen Sinne. Das heißt, er hat ihm dieses Lesen der Blätter vermittelt und hat ihm das Verständnis dieser Sprache vermittelt. Man kann diese Sprache, in der die Palmblätter abgefasst sind, zumindest in Südindien, die kann man auch studieren. Das ist das Alt-Tamilische. Unter anderem in der Universität von Köln. Ne? Universität von Köln geht das. Da gibt es ein Institut Tamilistik. Regelstudienzeit für ein Tamilistikstudium sind 24 Semester. Also nach 12 Jahren hat man dann erstmal die Grundlagen. Aber durch diese Einweihung hat das Sri Ramani offensichtlich gelernt, diese Blätter zu lesen. Und ab da hat er sozusagen dieses Palmblattlesen als spirituellen Lebensaufgabe betrieben. Und man kann zu ihm gehen, man kann eben nach seinem Blatt fragen, man sollte vorher einen Termin vereinbaren. Mhm. Das hatte ich gemacht. Wenn man dann zu dieser Lesung kommt, gibt man bei ihm seinen Namen an, man gibt das Geburtsdatum an und er reicht einem dann 9 polierte Muscheln. Ja, die stehen für die 9 Planeten der vedischen Astrologie und die wirft man über Mandala, das ist so ein, ein kleines religiöses Symbol, das ist in den Teppich gestickt. Und er sucht sich dann von diesen Muscheln, die man wirft, die heraus, die mit der Öffnung nach oben liegen. Das waren bei mir 5 Stück. Also er kannte meinen Namen. Er konnte sicherlich aus dem Namen auch schlussfolgern, dass ich kein Engländer bin. Er kannte mein Alter und er hatte diese Zahl 5 von diesem Muschelwurf. Und dann hat er so ein paar Palmblattmanuskripte dort bereitliegen in so einem kleinen Schrein. Ich habe ihn da auch gefragt, ob das seine ganze Bibliothek ist, weil das erschien mir doch etwas spartanisch. Er hat mich da ausgelacht, hat gesagt, na, die richtige Bibliothek, die ist bei Weitem größer. Ich durfte dann später auch mal einen Blick hineinwerfen. Also ich weiß nicht, wie viel 10.000 Manuskripte da liegen, aber es ist wirklich sehr umfangreich. Die Manuskripte, die er bei sich im Leseraum liegen hat, die sucht er sich einen Abend vorher immer raus. Die legt er parat, weil da gibt es ein Kalendersystem, das wird in Gesamt-Südostasien verwendet. Das ist der sogenannte Wuku-Kalender. Wen es interessiert von unseren Zuschauern, es gibt ein sehr schönes Buch von Professor Peter Wilhelm Pink, das heißt Variga, hat jetzt mit Indien primär nichts zu tun. Mhm. Pink hat in Indonesien, speziell in Bali geforscht zu diesem
WUKU-Kalender, aber ich hatte schon gesagt, in Bali gibt es auch eine Kalenderbibliothek. Und interessanterweise hat der Professor Pink von der wissenschaftlichen Seite her festgestellt, ja, man kann die Zukunft voraussehen, man kann die Zukunft vorausberechnen, indem man eben die Zeitqualitäten dort mit in das Spiel bringt. Und seine Arbeit hat er in diesem Buch niedergelegt, war seine Habilitationsschrift damals 1992, gab es nur eine geringe Auflage, also wer es heute sucht. Es wird sicherlich nicht preiswert sein, lohnt sich aber und es ist nur noch antiquarisch erhältlich. Aber in diesem Buch findet man auch die wissenschaftlichen Grundlagen zu diesem WUKU-Kalender. Der ist so vergleichbar mit dem Maya-Kalender, also auch so zyklisch angelegt. Und der Grund ist, dass die Bibliotheken nach diesem Kalender geordnet sind. Der Leser kann sozusagen vorausberechnen, wer an welchem Tag zu ihm kommen und nach seinem Schicksal fragen kann. Also das ist, danach sind die Bücher geordnet und er nimmt dann nur die Bücher für den jeweiligen Tag und wartet dann die Leute ab, die da wirklich kommen. Weil es ist ein zyklischer Kalender, das heißt also jeder, für den es bestimmt ist, mal in seinem Leben so eine Information zu bekommen, der hat verschiedene Chancen, in einer solchen Bibliothek dann seine Information zu bekommen. Und bei mir war es dort soweit. Er hat dann relativ kurze Zeit nur gebraucht, also so 5 Minuten etwa, um das Blatt, von dem er meinte, das sei meines, herauszusuchen. Dann normalerweise wird so ein Blatt dann vorgelesen im Alt-Tamilischen. Alt-Tamil kann man vergleichen mit dem Altgriechischen oder dem Latein, also es ist eine tote Sprache, wird nur noch von wenigen Leuten benutzt, also von den Tempelpriestern, für die Rituale und von den Palmblattlesern und natürlich Wissenschaftler, die es auch forschen. Ansonsten spricht man das heutzutage in Indien nicht mehr. Wenn man also jetzt in Tamilen heute fragt, nach Alt-Tamil, das ist so, als würde man einen Griechen heute bitten, eine altgriechische Inschrift zu erläutern. Also der Normalbürger heute kann damit nicht mehr. Deswegen muss auch der Leser für seine einheimischen Klienten, für die ist das ja meistens bestimmt, eine solche Lesung, muss er dann auch diese alttamilischen Texte ins heutige umgangssprachliche Tamil übersetzen. Ansonsten verstehen die das auch nicht. Bei mir war es so, dass er das schriftlich übersetzt hat ins Englische. Er sagt, ich mache das gleich für dich, damit du was in der Hand hast. Und hat dann erstmal den Teil des Blattes übersetzt, der sich auf meine Vergangenheit bezog. Das konnte ich mir dann in aller Ruhe durchlesen. Und dort habe ich mir bei der Lektüre dieser Übersetzung mich einfach nur gefragt, also kennen wir uns irgendwer? Oder hat ihm das alles erzählt? Ja, weil er hatte aus diesen wenigen Angaben, die er dort von mir hat, hat er sozusagen mein Leben bis dahin rekonstruiert. Also er wusste, dass ich als uneheliches Kind geboren war. Er wusste Details über meine Großeltern, also dass mein Großvater den ganzen Zweiten Weltkrieg hat mitmachen müssen, dass er vorher noch ein Haus gekauft hatte, wo nur eine Nacht drin schlafen konnte, dass meine Großmutter den Untergang von Dresden erlebt hat und solche Sachen. Er wusste, wann ich in die Schule gegangen bin, dass das in meinem Wohnort war, dass ich die weitergehende Ausbildung nicht im Wohnort mehr gemacht habe, sondern in meinem Geburtsort, weil ich sei ja nicht zu Hause, sondern im Krankenhaus zur Welt gekommen. Hat alles gepasst, ja, weil Geburtsort war Freital, der Wohnort war Possendorf. Possendorf bin ich in die Schule gegangen. In Freital habe ich dann das Abitur gemacht mit einer Berufsausbildung zusammen. Das war alles beschrieben. Und er wusste dann auch, was ich zu dem Zeitpunkt machte, als ich dort die Bibliothek besucht habe, also dass ich studiert habe in Dresden eben. An der Uni, er wusste sogar, was ich da gemacht habe, also dass es Rechtswissenschaft war, war schön beschrieben, er hat gesagt, also du beschäftigst dich mit der Geltung, der Anwendung der Rechtsnormen oder der Rechtsregeln in deinem Land. Also das ist das, was du gerade studierst. Fand ich sehr, sehr treffend und vor allem, woher sollte er es wissen, ne? Wenn nicht von diesem Text. Und dann kam aber etwas, was mich dort völlig aus der Bahn geworfen hat, weil er dann sagte, ja Thomas, also ich muss da aber sagen, das, was du hier machst, ne, also dieses Studium, das ist eine Erinnerung an ein vorangegangenes Leben. Ne? Ich sage, wieso vorangegangenes Leben? Ich sage, ja, im letzten Leben, das steht ja auch geschrieben, im letzten Leben, da warst du Jurist. Da hast du aber in England gelebt und du hast in Oxford studiert und hast dann später in Südafrika gearbeitet. Aber in diesem Leben, also mit Jura wirst du in dem Leben nichts zu tun haben. Also Rechtswissenschaft, das ist nicht deine Bestimmung. Da war ich natürlich erstmal perplex, weil Sie können sich vielleicht vorstellen, ja, er erklärt einem dort so im Detail den eigenen Lebenslauf und man ist davon oder fällt von einer Überraschung in die andere, sagt sich, mein Gott, woher weiß er das alles? Und dann kommt so als Pointe, ja Kollege, aber das, was du jetzt machst, diese Ausbildung, die kannst du eigentlich stecken lassen, weil damit wirst du eh nichts anfangen. Ja. Für mich war das dann aber zumindest der Punkt, wo ich sage, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Ne? Und er hat dann eben den Teil des Blattes übersetzt und auch vorgetragen, der sich auf die Zukunft bezieht. Das ist in den
einzelnen Bibliotheken vergleichbar? Also wenn es dann um diese Zukunft geht, sind das so Abschnitte von 2 bis 5 Jahren, die beschrieben werden? Und da geht es dann wirklich um jeden Aspekt sozusagen der menschlichen Existenz. Also es geht um die eigene Gesundheit, um die Herkunftsfamilie, um Partnerschaft, eigene Familie, finanzielle Verhältnisse, berufliche Entwicklung, die eigentliche Lebensaufgabe, ob man die dann auch als Brotberuf leben kann oder ob das also sozusagen nur die spirituelle Beschäftigung bleibt. Es geht um Reisen, um Umzüge, mögliche gesundheitliche oder auch sonstige Gefahren, finanzieller Hinsicht, wo man achtsam sein muss, Partnerschaft, Beziehung, wie das da weitergeht, ob man eigene Kinder haben wird, wie die sich entwickeln. Und so zieht sich das hin durch das ganze Leben bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, naja, möchtest du wissen, wie alt du werden wirst? Also das sagen sie einem auch, wenn man es wissen will. Also den einheimischen Klienten, also den Hindus, wird das erklärt, weil in Indien hat ja der Tod einen anderen Stellenwert als bei uns. Ne? Ja. Da ist es so wie in der Sage, die Sie vorhin erwähnt haben. Ne? Also die sehen das eher so als Durchgang, als Übergang ins nächste Leben oder als Übergang zur Erlösung, also zur Moksha. Das ist nichts so Endgültiges, nichts so Definitives wie bei uns. Und ja, unsere westliche Kultur hat ja aus meiner Sicht auch in den letzten Jahrhunderten verlernt, mit diesem Thema umzugehen. Ne? Ja. Also mit der eigenen Vergänglichkeit, der eigenen Sterblichkeit. Das ist etwas, was man gerne verdrängt. Also alt und krank werden nur die anderen. Wir selber sind ja forever young und uns kann das alles nicht passieren. Ne? Ja. Deswegen sind die Palmblattläser auch ein bisschen zurückhaltend bei westlichen Klienten. Also ihren einheimischen Leuten sagen sie das, aber die Westler werden immer vorher gefragt, naja, möchtest du es denn wirklich wissen? Ne? Ja. Und ja, ich bin neugieriges Wesen, ich wollte das wissen. Und dass ich 82 Jahre 3 Monate und 17 Tage alt werde. Also mit der Tatsache kann ich ziemlich gut umgehen. Ja. Also das ist okay. Auch das, dass ich das in diesem Alter dann in dem Flugzeug sitzen werde oder was dann auch immer fliegen wird. Und das ist offensichtlich längere Reise, also ein Nachtflug, und dass ich dort am Flugzeug einschlafe und am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Also ja, das ist okay. Also damit kann ich wirklich umgehen. Und zumal, ich sag mal, also das Problem am nächsten Morgen hat ja die Kabinenbesatzung, nicht ich. Ne? Ich gehe es dann nicht mehr an. Also das so sehe ich das. Wichtig ist eher für mich, dass ich in diesem Alter wirklich noch beruflich unterwegs sein werde. Also ich bin sozusagen bis zum Schluss mitten im Leben. Ich werde gebraucht, ich bin dabei, ich bin nicht irgendwo im Altersheim, ich bin nicht irgendwo abgeschoben, ich bin kein Pflegefall, sondern mir geht gut und ich bin noch unterwegs, ich habe also noch zu tun, ich habe noch Pläne, ich habe noch, ja, was will man mehr? Ja? Das ist toll. Bei Ihrer Ausführung, Herr Ritter, da ist mir eine deutsche Redensart eingefallen und man spricht ja auch davon, das Blatt wendet sich. Und ich finde, das passt jetzt zum Palmblatt. Kann man das Palmblatt wenden? Kann man da bewusst Einfluss nehmen? Sollte man das überhaupt oder soll man es einfach laufen lassen? Ich sag mal so, habe natürlich nach der ersten Lesung nicht mein Studium abgebrochen und mich dann anderer Arbeit gewidmet, sondern ich habe brav bis zum ersten Staatsexamen weiter studiert, um nur herauszufinden, dass das eben nicht so das ist, was ich wirklich machen wollte. Und er hatte mir auch gesagt, was ich eigentlich machen sollte, nämlich, dass ich durch die Kraft des Wortes Menschen und Kulturen zusammenführen soll. Ja, und dazu soll ich viel lesen, sollte ich schreiben, lesen, das habe ich von jeher gern gemacht. Schreiben. Ich hatte damals schon angefangen mit ein paar Artikeln. Das hat sich inzwischen um etliche Bücher und viele, viele weitere Artikel dann eben entsprechend erweitert und ergänzt. Und ich sollte eben Leuten aus meiner Kultur die Möglichkeit geben, andere Kulturen, andere Lebensentwürfe kennenzulernen. Ich bin am Ende Reiseveranstalter geworden, obwohl ich dort nur mehr bei der ersten Lesung das überhaupt nicht vorstellen könnte. Also eigene Firma, Selbstständigkeit, also das war für mich Buch mit 7 Siegeln. Es hat sich genauso erfüllt. Was ich damit sagen will, ich bin nicht der Typ, der dann wirklich sich auf dieses Blatt fixiert hat und gesagt, es muss jetzt so sein, sondern ich habe es wirklich laufen lassen. Ich habe dann einfach nur Chancen, die sich boten, die ich interessant fand, die habe ich ergriffen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Man kann natürlich Einfluss auf sein Schicksal nehmen. Also das ist ein großes Thema, ist jetzt alles vorher beschrieben und vorher bestimmt. Oder haben wir einen freien Willen? Wieso funktioniert das dann auch mit Vorherbestimmung? Die Hindus haben das in eine sehr schöne Lehre gepackt. Und zwar geht es um Karma und Reinkarnation. Ja, Karma ist bei uns im Westen immer so ein bisschen belastet. Ne? Also gibt es auch dieses Buch vom miesen Karma. Aber dabei ist es eigentlich nur die Lehre von Ursache und Wirkung. Ne? Das heißt also, mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten und mit dem natürlich, was ich tue, schaffe ich ja Ursachen. Und wir leben in einer kausalen Welt. Das heißt also, jede Ursache hat eine Auswirkung. Und diese Auswirkung erlebe ich. Ob ich das jetzt gerne möchte oder ob ich das lieber vermeiden würde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich erlebe diese Auswirkungen und
indem ich darauf reagiere, setze ich wieder neue Ursachen. So entsteht Karma. Und im Hinduismus, aber genauso im Buddhismus, ist ja das vornehmste Ziel sozusagen, das Karma zu lösen. Ja, das heißt, sich von negativen Einflüssen frei zu machen, Anhaftungen loszulassen und dann eben letztlich, wenn man dieses ganze Spiel hier in dieser vierdimensionalen Welt durchgespielt hat, dann eben Moksha, also die Erlösung oder die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt zu erlangen, also nicht wieder in dieser Welt inkarnieren zu müssen, sondern eben dann in die geistige Heimat zurückzukehren. Und das sagen die Hindus, bedarf natürlich auch einer bewussten Entscheidung, dass ich mich eben dafür entschließe, Karma zu lösen. Natürlich kann ich auch mit ausgefahrenen Ellenbogen nur auf materielle Reichtümer bedacht meine Existenz begründen. Das mag in unserer Gesellschaft sogar relativ gut funktionieren, wenn ich mich so momentan umschaue. Aber die betreffenden Individuen, die werden dann wahrscheinlich noch einige Inkarnationen mehr brauchen, um dieses Karma wieder zu lösen. Das ist eben das, was auf der anderen Seite des Ganzen steht. Mit anderen Worten, der Hindu sieht es nicht so schwarz-weiß wie wir, sondern er sagt, es gibt nicht nur den freien Willen und es gibt nicht nur die Bestimmung, sondern sowohl als auch. Und für all jene, die es in Zahlen lieben, so in Prozenten ausgedrückt, circa 70% von dem, was uns passiert in unserem Leben. Also die Umstände, unter denen wir geboren werden, das haben wir uns in dieser Welt nicht ausgesucht, das können wir uns mit unserem freien Willen nicht beeinflussen. In welche Familie wir kommen, in welches soziale Umfeld wir geboren werden, wie die Verwandtschaftsverhältnisse und die Freundschaften der Eltern sich gestaltet haben, wer uns da beeinflusst, das können wir uns hier in dieser Welt nicht aussuchen, da fehlt der freie Wille. Das ist Karma. Aber wie wir mit den Dingen, die wir vorfinden, mit den Umständen, mit den Situationen umgehen, was wir daraus machen, wie wir uns entwickeln, da ist unser freier Wille gefragt. Das sind diese 30%, mit denen wir unser Schicksal dort gestalten können. In dem Sinne sind die Informationen aus der Akasha-Chronik, also zum Beispiel, die wir über die Palmberg-Bibliotheken da erhalten, sind die so ein idealer Wegweiser. Ja, als hätte man in einem unbekannten Gelände eine gute Karte und an der kann man sich orientieren. Es steht einem natürlich auch völlig frei, von dem eingezeichneten Weg auf dieser Karte abzuweichen. Nur man wird dann irgendwann feststellen, dass man entweder in einer Sackgasse endet oder dass man auf dem Umweg wieder auf diesen Weg zurückkommt, aber einfach viel Zeit und Energie verschwendet hat. Ja. Sie haben jetzt vorher gesagt, dass sich Ihnen Chancen aufgetan habe. Da hat sich bei mir noch eine weitere Frage ergeben. Haben Sie die gemerkt, je mehr Sie es laufen lassen, also je mehr Sie diesen Plan, dieses aufgesetzte, dieses Palmblatt leben, umso mehr offenbaren sich Ihnen die Chancen, kann man das so sagen? Ja, ich habe durch die Beschäftigung mit diesem Thema wirklich auch gelernt, wieder meiner Intuition, also dem, was man so als Bauchgefühl bezeichnen will, zu vertrauen, also dieser inneren Führung. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn man das lebt, was einem offensichtlich bestimmt ist, dann öffnen sich Türen, dann funktioniert das ganz einfach so, wie es mit unserem Interview funktioniert hat. Ja, dann entwickelt sich das einfach. Wenn ich aber denke, ich muss mit irgendwas erzwingen oder irgendwas tun oder ich muss es machen, bloß was andere machen und ich muss dann auch so sein, dann funktioniert es nicht. Man funktioniert einfach nicht. Also je mehr man zu sich selber findet und je mehr man den eigenen Weg geht, das ist meine tiefste Überzeugung, umso einfacher ist es. Ja, also Erfolg und sagen wir mal, das, was man erreichen will, das darf auch einfach sein. Wenn man eben, wie gesagt, seinen Weg findet und mit sich dann auch irgendwo im Reinen ist, dann funktioniert es einfach. So habe ich das erfahren. Ja. Das sind Sie das beste Beispiel dafür. Sie konnten Ihren Traum verwirklichen, vom Reisen, vor fremde Kulturen, andere Menschen dieses näherbringen. Also ein fantastischer Weg. Wir Deutsche planen ja gern. Wir wollen gern wissen, was ist da. Kaffeepause und wie geht's weiter? Ja, Prognose, Prophezeiung offenbar für Tiere. Ja. Wo sind wir denn in 10 Jahren, Herr Ritter? Ja, also Zukunft hat natürlich in unsicheren Zeiten immer Konjunktur und wir leben in, es gibt ja diesen alten chinesischen Fluch, ne? Der heißt, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ne? Also ich glaube, in solchen interessanten Zeiten leben wir gerade. Und da ist es natürlich klar, dass der Mensch ist, wie man so schön sagt, sind wir bei einer anderen deutschen Redensart, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Ne? Und Oscar Wilde hat mal gesagt, die meisten leben in den Ruinen ihrer Gewohnheiten. Der Mann hat recht gehabt. Ist natürlich bequem, heute nennt man das wohl die Komfortzone oder wie das in diesem Neusprech so heißt. Ist natürlich bequem, wenn das Gewohnte so erhalten bleibt und man in seinem eigenen Trott, in dem man sich dann eingerichtet hat, ohne große Aufregung da vor sich hin lebt, vor sich hin existieren kann, so würde ich das sagen. Aber das bedeutet ja nicht Leben. Leben ist ja eigentlich Fluss, Leben ist Veränderung. Und
Es ist natürlich eine Zeit auch der Veränderung wieder. Wir haben jetzt vor 30 Jahren oder vor reichlich 30 Jahren hatten wir in dem System, in dem ich groß geworden bin, festgestellt, dass es so nicht weitergeht und deswegen ist es ja gekippt. Und damals gab es aber den großen Vorteil, dass man scheinbar nur ein anderes System übernehmen musste, um all das zu bekommen, um all das zu leben, was man halt vermisst hat. Es dauerte nicht lange, bis man festgestellt hat, mit dem neuen System funktioniert das auch nicht so toll. Das funktioniert zwar ein bisschen anders und die Freiräume sind etwas größer, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind sie auch kontinuierlich wieder verringert worden. Wenn wir jetzt mal an die BRD der 80er Jahre denken und wir denken mal an die BRD seit 9-11, ja, da würde ich sagen, da gibt es doch schon gewaltige Unterschiede. Also hat sich auch grundsätzlich was verändert. Und das ist klar, dass in solchen unsicheren Zeiten die Zukunft Hochkonjunktur hat. Und natürlich die Menschen gerne wissen wollen, wie geht es denn weiter? Wo bin ich im halben Jahr? Wo bin ich in 5 Jahren? Bin ich bedroht von Krankheiten? Großes Thema in den letzten 2 Jahren. Bin ich bedroht von Krieg? Ganz großes Thema aktuell. Ja. Wie geht es weiter? Werde ich alles verlieren, weil irgendwann der nächste große Crash ansteht? Werde ich irgendwie da durchkommen? Wie gestaltet ist für mich am günstigsten. Und natürlich ist es klar, dass es so, wie es bisher gegangen ist, auch nicht weitergehen kann. Mhm. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, die letzten 20 Jahre, seitdem ich mich halt mit diesen Themen beschäftigt habe, und die Brandler-Bibliotheken sind ja nur eins davon. Ich bin relativ breit interessiert, was jetzt so Geschichte und Grenzwissenschaften anbetrifft, von der klassischen Historie an bis wirklich zu grenzwissenschaftlichen Themen. Und bin durch meine Reisen, durch die Vorträge, durch die Artikel mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen in den letzten 20, 25 Jahren. Und interessanterweise, egal mit wem ich mich unterhalten habe, ob das ein wirklich zutiefst spiritueller Heiler war oder ob das wirklich ein Banker, der so auf dem Selbstoptimierungstrip gewesen ist, einfach um noch erfolgreicher zu sein und um die nächste Million noch schneller machen zu können. Alle haben sie gesagt, so wie es jetzt ist, kann es aber überhaupt nicht weitergehen. Mhm. Gut, und jetzt sind wir in der Situation, wo es nicht weitergeht. Jetzt beschweren die sich alle schon wieder. Jetzt ist es auch nicht recht. Also dort sage ich, es ist, man muss einfach sich auf diese Veränderung einrichten. Aber es gibt ja diesen schönen Satz, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Windmühlen und die anderen bauen Mauern. Also als gelerntes Ossi muss ich sagen, die Idee mit den Mauern, die ist nicht so cool, weil die haben alle nur eine begrenzte Halbwertszeit. Irgendwann fallen die um und dann endet es ganz furchtbar. Also das sollte man sich für sich auch immer da schauen, in welchem Lager man sich da verortet. Aber ich denke eher, unsere Zuschauer sind da eher bei den Windmühlenbauern, wobei ich nicht die Vogelschredder meine, ganz ganz bewusst nicht. Also das muss man auch dazu sagen. Aber das meint natürlich, sind wir jetzt in einer ganz tiefgreifenden Veränderung begriffen. Wenn wir aber jetzt mal zurückschauen, denken wir mal die 90er Jahre, wir hatten ja den schönen Einstieg gehabt mit dem Zeitalter vor dem Internet. Wie hat denn die Elektronik, wie hat denn die Kommunikationsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben, unser Leben schon verändert? Wie hat das die Arbeitswelt verändert? Was steht dort noch an? Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir sagen können, da gibt es keine neuen Erfindungen mehr, da wird sich nichts mehr viel tun. Ganz im Gegenteil, es sind jetzt einige Leute dabei, die wollen eine künstliche Realität aufbauen, also Stichwort Metaverse, wo also sozusagen ein Großteil der Aktivitäten, die wir heute ganz normal im Alltag leben, die sollen dann in diese künstliche Realität verlegt werden. Die Idee dazu kommt eigentlich aus dem klassischen Gaming, aus dem klassischen Computerspiel und Simulations Gestaltungen, dass man eigentlich sagen kann, Hintergrund ist, wir schonen unsere Erde, das heißt also, wir reisen jetzt nicht mehr real, so wie ich das mit meinen Gästen mache oder bis vor der Pandemie gemacht habe und jetzt ab diesem Jahr auch wieder tun werde, sondern wir reisen eigentlich nur virtuell. Ja, wir sind also dann sozusagen schon in Miami da am Strand, aber das ist halt eben nur im heimischen Wohnzimmer und wir haben dann also irgendwelche Sensoren, die uns vermitteln, dass die warme Brise unsere Haut streichelt und dann irgendwelchen Duft, der halt irgendwo erzeugt wird oder vielleicht sogar nur wo Reize ausgelöst werden, dass wir uns dann auch einbilden, wir schlürfen einen ganz tollen Trink. Also solche Szenarien gibt es und die sind interessanterweise technisch weitgehend schon möglich. Momentan noch nicht massentauglich, weil eben noch sehr teuer, aber machbar. Die Frage ist, wollen wir sowas? Ja, also diese ganze Geschichte, die auch in Richtung Transhumanismus, also Verschmelzung Mensch-Maschine hingeht, digitale, biologische, technische Identität zusammenzufassen, klingt alles hochinteressant, klingt nach diesem Forever Young, also so nach dem Motto, wenn der Body hier irgendwann mal verbraucht ist, oh, dann nehmen wir unser Bewusstsein, prägen das im Klon auf und wir leben sozusagen ewig und glücklich.
Ja, das ist der alte Traum der Alchemisten, das ist der alte Traum von allen, die Gott spielen wollten und sich dann die Schöpfung einmischen wollten, hat immer nicht funktioniert, ne? Wie beim Kollegen Mephisto, ne? Am Ende hat es aller der Teufel geholt. Das muss man vielleicht dazu sagen, es ist wohl nicht ratsam, selber Gott spielen zu wollen, sondern man sollte seinen Platz in der Natur, in der Schöpfung schon kennen. Und diese Kenntnis ist vielen von uns abhanden gekommen. Im Gegenteil, gerade die einflussreichen Leute, die glauben, dass sie sich sozusagen über die Schwellen der Natur hinwegsetzen und eben die Natur sozusagen überwinden könnten, indem sie also so eine Art Superrealität schaffen. Das ist sicherlich ein Trend, von dem aber auch die Panther-Bibliotheken ganz klar sagen, das wird sich nicht realisieren. Also die Kollegen, die diesen Transhumanismus huldigen, die werden neue Spielwiesen finden. Also wir sind ja dabei, was wissenschaftlich-technischen Fortschritt anbetrifft. Das hat sich jetzt rasant entwickelt. Solche Leute wie der Jeff Bezos oder der Elon Musk, die haben ja unwahrscheinlich viel auch in Richtung Weltraumfahrt getan. Ganz spannend, was dann in Lesungen immer kam, nicht nur in den globalen, sondern halt auch in sehr vielen individuellen Lesungen, wo es dann hieß, so ab 2030 wird es eine große Auswanderungsbewegung geben. Da wird es darum gehen, den Mond und andere Gestirne bzw. Planeten in unserem Planetensystem zu besiedeln. Mars wurde genannt, Venus wurde sogar genannt. Interessant in dem Zusammenhang, dass die Leser immer sagen, das, was wir von der Venus wissen und was wir da sehen oder was wir messen, ist alles nur Camouflage. Das ist alles nur Tarnung. Da gibt es eine Zivilisation, die verstecken sich sozusagen dahinter. Also ganz interessante Themen, was da noch kommen wird. Das heißt also, wir werden mit Sicherheit in der Hinsicht einiges erleben. Aber was jetzt so die gesellschaftliche Entwicklung anbetrifft, geht es wohl in zwei Richtungen. Also zum einen dieses Technokratische wird sich wohl in den Raum verlagern und die Erde, die werden wohl diejenigen erben, so würde ich das sagen, die im Einklang mit der Natur, im Einklang mit Gaia leben wollen. Ja, also dort wird es auch ein Umdenken geben, dort wird es auch ein Thema geben, was jetzt die Ernährung anbetrifft, was die Form des Reisens, die Form der Kommunikation anbetrifft, die Form auch, wie man wirtschaftet, wie man arbeitet. Dort ist gesagt, dass es ab 2025 neue Modelle geben wird. Diskutiert, wie man das machen will, was zu verändern ist, da sind wir schon seit einem guten Jahrzehnt richtig dabei. Aber interessant ist, dass die Kräfte, die sich jetzt als die Bringer des Neuen hinstellen, eigentlich die Leute von gestern sind. Wo es einfach nur um Systeme geht, mit denen man schon seit den letzten 100 Jahren experimentiert Ja. hat. Stichwort, ich habe jetzt gerade gelesen, von einer Autorin, die meint, man müsse unbedingt den Kommunismus wieder einführen, wenn man Gerechtigkeit und Frieden für alle haben will. Pikanterweise sind die Eltern dieser Autorin aus ihrem Land, aus Äthiopien, vor dem kommunistischen Regime geflohen. Also das ist dann etwas, wo ich sage, die Leute wollen die Bringer des Neuen sein. Nee, die sind die Gestrigen. Und Ja. die Methoden, die sie bringen, sind auch die von gestern, nur ein bisschen neu verpackt. Das ist auch das, was die Leute momentan so verunsichert. Man merkt, dass sich was verändert. Das Alte hat eigentlich keinen Bestand mehr. Was die Wirtschaft anbetrifft im Alten, wenn wir ehrlich sind, seit 2008 ist diese Art des Wirtschafts eigentlich schon tot. Man erhält es nur noch irgendwo am Leben, man versucht es irgendwo hinauszuzögern. Aber das ist zum einen die Unsicherheit, dass man sagt, das so wird es ja nicht weiter funktionieren, aber wie soll es denn gehen? Und da fehlt im Gegensatz zu der Zeit 89, 90, fehlt das funktionierende Modell. Und das, denke ich, ist die große Unsicherheit, die viele von uns beschäftigt, gerade auch in der westlichen Welt. Ganz ehrlich, wir haben ja was zu verlieren. Wenn ich jetzt, und solche Leute habe ich kennengelernt, im Himalaya in meiner Höhle sitze oder ich sitze in Südindien unter meinem Palmblattbaum. Und ich habe nichts außer dem, was ich trage. Dann kann ich ganz einfach von Verzicht und von Askese sprechen. Ich habe nichts zu verlieren. Aber jemand, der in der Fülle lebt und in der Fülle gewohnt ist zu leben und in der Fülle groß geworden ist, für den hat das etwas Bedrohliches. Vor allen Dingen, wenn der andere ihm sagt, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Das empfinden viele als Angriff auf ihren persönlichen Lebensentwurf und ich denke zu Recht. Weil wenn man asketisch leben will, sollte es eine persönliche und eine freiwillige Entscheidung sein. Das ist jedem unbenommen so zu leben. Aber die Welt hat mit Sicherheit genug für jedermanns und jeder Frau und jeden diversen, nehmen wir auch mit rein, Bedürfnisse. Aber sie hat nicht genug für jedermanns Gier. Und als ausgerechnet diejenigen Verzicht predigen, die sich, ich sag mal, 95% des weltweiten Bruttosozialprodukts untereinander teilen und dann zuschauen, wie der Rest um die 5% streitet, das ist kein Wechsel auf die Zukunft. Und dort wird es in den nächsten Jahren bis 2030 eine große Veränderung geben. Interessanterweise,
stimmen da auch europäische Vorhersagen damit überein. Es gibt auch interessante Informationen aus Indonesien, die mit den Palmblatt-Bibliotheken jetzt nichts zu tun haben, sondern sich auf einen König aus dem 12. Jahrhundert, auf den Jayavarman, einen Herrscher von Indonesien beziehen, der solche Vorhersagen hinterlassen hat. Lohnt sich mal zu lesen. Ich habe auf meiner Website, ich denke, wir können das auch verlinken dann, auf der Website das Ganze mal übersetzt, ja, diese Sentenzen, die er hinterlassen hat, passt hoch. Passt wirklich auf unsere Zeit. Ganz, ganz spannend. Und die Vorhersagen von dem Jayavarman, die in der Vergangenheit sich oder auf die Vergangenheit bezogen, die sind alle eingetroffen. Also er hat die Ankunft der Weißen im Archipel vorhergesehen, hat diese holländische Fremdherrschaft vorhergesehen, hat vorhergesehen, dass die durch die japanische Invasion beendet worden ist, dass die Japaner nur etwa 3,5 Jahre dort bleiben, sich wieder zurückziehen müssen, dass die Holländer wieder zurückkommen wollen, dass dann aber Indonesien unabhängig wird. Alle solche Sachen. Das war also auch sehr präzise und deswegen lohnt es sich mal, die Sentenzen zu lesen. Also sehr, sehr erleuchtend in Bezug auf die jetzige Situation hier bei uns. Also das, was ich damit meine, ist, dass es nicht nur von einer Quelle, also jetzt die Panda-Bibliotheken, diese Vorhersagen für die Veränderungen gibt, sondern dass es aus verschiedenen Quellen oder aus verschiedenen, ja, verschiedenen Seiten, die halt natürlich auf die Akasha-Chronik alle ihren Zugriff haben, gespeist wird. Also dort können wir davon ausgehen, in den nächsten Jahren bis eben 2030 wird es eine tiefgreifende Verwandlung geben, allerdings mit Sicherheit nicht so, wie es die Eliten planen. Ja, also die totale Kontrolle und die Überwachung, das ist ein Traum und das wird mit Sicherheit ein Traum bleiben. Ja, also das, weil es ist eben nicht, was im Einklang mit der natürlichen Ordnung steht und was da nicht im Einklang steht, wird letztlich keinen Bestand haben. Ganz spannend, Ihre Worte nach Hoffnung. Und ja, ich denke mal, das ist schon eine Eigenart von uns Deutschen, uns vorbereiten. Wie bereite ich mich jetzt denn am besten vor? Und ich denke, Sie haben es ganz schön gesagt. Sie sind Ihrer Intuition gefolgt. Sie sind Ihren Weg gegangen. Sie haben darauf gehört und wurde bestätigt. Also das ist in meinen Augen, und da sind Sie das beste Beispiel, die beste Vorbereitung dafür. Und die Zeit jetzt gibt auch die Chance dafür, wenn was anderes zusammenbricht. Ich bin ja noch Coach und beim Coaching spricht man von der Spaghetti-Phase. Wenn sich ein System auflöst, dann hat man erst einmal die Spaghettis, die Möglichkeiten. Ja, wo drehe ich denn jetzt am richtigen? Welches ist denn das richtige Spaghetti? Und überhaupt, oder sind sie noch zu heiß? Ich weiß es nicht. Und da darf man mit tätig sein, mit Gestalter, der Intuition folge, wie Sie das, also Sie sind das beste Beispiel, wie das läuft, ja, super. Also ich sehe es ganz genauso, weil ich habe ja, was ich vorhin erwähnte, insgesamt jetzt 13 dieser Bibliotheken besucht, meine Frau, die mich auf den Reisen begleitet, insgesamt 7, also die hat nicht so lange gebraucht wie ich, die hat das innerhalb von 5 Jahren gemacht, wo ich 25 gebraucht habe, aber hat also wunderbar funktioniert. Interessanterweise haben wir beide in unseren Lesungen immer wieder das Gleiche gehört. Ja, die haben uns immer wieder erzählt, wie das läuft. Irgendwann sagst du dir dann, okay, ich glaube es euch, ich mache es jetzt einfach. Na, also na, ich verlasse mich da einfach drauf, funktioniert schon. Und dann funktioniert es auch wirklich. Es gibt Unmengen von Leuten, die sagen, ja, du musst dich auf dem Zusammenbruch vorbereiten. Be prepared, ja, die Prepper. Ja, ob Amerika, England, bei uns. Ja, das sind dann Leute, die sich entweder einigeln wollen oder die Fluchtrouten haben, teilweise die abenteuerlichsten Sachen. Und die versuchen natürlich ihr Wissen weiterzugeben. Unbenommen, wer sowas machen will, gerne. Nur mein Ansatz ist ein anderer. Natürlich sollte man immer einen Plan B haben, wenn hier mal Strom ausfällt oder wenn es mal wirklich gar nicht mehr geht. Da sollte man schon wissen, wo man hingeht und wie man das. Also solche Eventualitäten, die sollte man mit einkalkulieren. Ich sehe das aber eher dann so aus der Perspektive unserer Großeltern. Ja, weil meine Großeltern, die haben als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt und den Zweiten Weltkrieg bei vollem Bewusstsein als erwachsene Leute. Das Dritte Reich, die DDR und der Wiedervereinigung das neue System erlebt. Und die haben immer wieder was draus gemacht. Die sind immer wieder aufgestanden, haben immer wieder weitergemacht. Und das sehe ich so als auch diese Idee. Man weiß, was, also erstmal ist ganz wichtig zu wissen, was man selber kann. Ja, wenn Sie Coach sind, dann können Sie das idealerweise den Leuten beibringen, aber sich das rauszuholen, herauszufinden, wer bin ich und wo sind meine Stärken, was will ich machen. Das ist das Entscheidende, das Selbstvertrauen zu haben. Das ist das eine. Das andere auch das Vertrauen in den eigenen Weg zu haben und auch zu wissen, und ich denke, das fällt sehr vielen schwer heute, dass man unterscheiden muss. Ich kann nicht, und für mich selber, ich will auch nicht, die Last der ganzen Welt auf meinen schmalen Schultern tragen. Ganz klassisches Beispiel, momentan die Kriegsgefahr.
Krieg ist immer schlimm. Ich bin als jemand groß geworden, muss dazu sagen, ich habe selber gedient in der Armee. Ich weiß also, wie man mit Waffen umgeht und was Krieg bedeutet. Das ist mir sehr wohl vertraut. Ich halte Krieg gerade deswegen für keine Lösung. Ja, also, dass Leute aufeinander losgehen. Es gibt ja immer so diesen Satz, Krieg ist die Situation, wenn alte Leute, die einander kennen, junge Leute, die einander nicht kennen, aufeinander loslassen, damit sie aufeinander schießen, was die Alten nie machen würden, weil sie einander kennen. Ja, so, das ist also, es ist nie die Lösung eines Konfliktes. Und das gilt auch für das, was momentan in der Ukraine passiert. Das ist furchtbar, aber das ist nur einer unter vielen Konflikten. Denn man muss ja sagen, bei aller Solidarität und bei aller Besorgnis und bei allen großen Diskussionen, die jetzt momentan geführt werden, was ist mit dem Krieg in Jemen? Ja. Ja, was ist mit dem Krieg, den Sachen in Nigeria? In Afghanistan ist es auch nicht mehr so ruhig. Was ist mit der Gefahr zwischen Taiwan und China? Was ist zwischen Indien und Pakistan? Was ist zwischen China und Indien? Alles solche Themen, was ist momentan in Burma gerade los? Ja. Ja, oder wie sieht es in Papua Neuguinea aus? Und solche Dinge, die sind dann plötzlich nicht mehr relevant, sondern da sieht man mal die Macht der Medien, wenn man das auf einen Fokus legt. Ja. Und man muss, also aus meiner Sicht, ich sage es da ganz klar, so schlimm wie das ist in der Ukraine, so schlimm wie jeder Krieg ist, auch der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Und ein Staat sollte sich nicht von Moral leiten lassen, sondern von seinen Interessen. Und die Interessen eines Staates gehen von den Interessen der eigenen Staatsbürger aus. Und das sehe ich momentan nicht, dass die Interessen der eigenen Staatsbürger in Deutschland vertreten werden. Das ist etwas, was mich mit Sorge erfüllt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, in dieser Situation sollte man eben entscheiden, was für einen, da komme ich wieder auf den Punkt zurück, was für einen selber wichtig ist. Natürlich kann man sich in diese ganze mediale Geschichte hineinziehen lassen. Viel einfacher, als man das gemeinhin glaubt, passiert das. Und dann beschäftigt man sich nur noch mit diesen Themen. Ja. Ich kenne jede Menge Leute, hochspirituelle Leute, Leute, die sich gerade auch dieser Truterbewegung verschrieben haben, die daran entweder zerbrochen oder beinahe zerbrochen sind. Ein guter Freund von mir. Ja, ein guter Freund von mir arbeitet hier in Sachsen bei der Polizei und er ist für Fälle zuständig, die man so im Sittenbereich ansiedelt. Und er hat mir immer gesagt, Thomas, eins musst du bei so einem Job immer wissen. Du schaust in den Abgrund und wenn du nur lange genug in diesen Abgrund hineinschaust, schaut er auch in dich rein. Also du musst dich versuchen, du musst dich abgrenzen. Ja? Und das ist das, was ich jedem rate, einfach in der Masse der Informationen, die uns heute zur Verfügung stehen. Wir werden 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit Informationen regelrecht überflutet, aus allen möglichen Kanälen zu produzieren. Ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Aber dort einfach mal zu selektieren, welche Information ist denn für mich zutreffend? Was betrifft mich denn? Was ist für mich wichtig? In der Ukraine jetzt eine direkte Auswirkung auf mein Leben hat. Okay, wenn ich merke es im Portemonnaie, ne, also weil wir Inflation haben, dann muss ich schon mal sagen, da stimmt irgendwas nicht. Bloß ist da die Ukraine oder ist da Putin dran schuld? Oder ist einfach eine verfehlte Politik der letzten 20, 30 Jahre dran schuld? Das muss ich dann für mich selber entscheiden. Ja. Dann muss ich aber sagen, wie reagiere ich denn drauf? Was regle ich in meinem Leben? Und wie kann ich vor allen Dingen, wenn ich schon was verändern will, wie kann ich diese Veränderung leben? Und da gibt es den alten Satz, immer wieder in Indien, von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst. Es kann nie von außen funktionieren, deswegen auch diese ganzen Themen, dass ein neues System kommen müsste oder nur eine neue Partei kommen müsste, das sind Ansichten, die stammen von vor 100 Jahren oder noch von weiter früher. So diese Zwangsbeglückung. Da hat jemand mal wieder die einzig wahre Wahrheit gefunden, also klassisches Beispiel jetzt aus jüngerer Zeit, FFF. Und BLM, ja, die haben die einzig wahre Wahrheit und mit der schlagen sie rein, wie die anderen das vorhin auch schon gemacht haben. Die einen da zwischen 1917 und 1989 ganz barbarisch schiefgegangen, die wollten den neuen Menschen erziehen, habe ich den Eindruck, der Staat will es heute auch wieder, probieren wir nochmal. Und die anderen da zwischen 33 und 45 wollten neuen Menschen züchten, heute wollen wir die biologische und die technische Identität ja, zusammenbringen. Hat damals auch nicht funktioniert, ne? Aber trotzdem hat diese Ideen irgendwie noch so ein gewisses Verführungsvermögen, würde ich da mal sagen. Aber dort einfach in der Hinsicht vorsichtig sein. Ich gehe davon aus, wenn eine wirkliche Veränderung stattfinden kann, dann funktioniert das nur aus mir selber heraus. Also nur aus dem Inneren. Ich kann nur von innen nach außen wirken, niemals von außen nach innen. Dann ist es immer Zwangsbeglückung, das ist immer Gleichmacherei. Das hat vielleicht ein
eine gewisse Weise in Bestand, aber länger so als 30 bis 50 Jahre funktioniert es eh nicht. Und eine wirkliche Veränderung, die entsteht nur durch einen Bewusstseins- oder einen Paradigmenwechsel. Und ich denke, da sind wir momentan dabei. Da sind wir momentan drin. Das Absolut. Neue formt sich langsam. Spaghetti-Phase finde ich ganz interessant, das Wort passt wirklich perfekt. Da sind wir gerade drin. Das Neue nimmt langsam Gestalt an, das Alte macht noch momentan sehr viel Lärm beim Gehen. Aber es ist einfach das, was eben wirklich verschwinden wird. Und wenn man schon was verändern will, habe ich mir zu eigen gemacht, ich muss nicht gegen etwas sein. Ich weiß, viele Leute sind gegen etwas, gegen das System, gegen die Illuminaten, gegen den was auch immer. Dagegen sein ist sehr einfach. Ich habe mich viel mit solchen Leuten unterhalten und habe dann irgendwann mal die Frage gestellt, na gut, ich weiß jetzt, wogegen du bist, aber wofür bist du denn? Mhm. Da war meistens großes Schweigen. Ja. Natürlich ist es schwerer, für etwas zu sein, weil da muss ich erstmal für mich herausfinden, was will ich denn? Wo geht denn mein Weg hin? Was soll wachsen? Was soll wachsen? Richtig. Ja. Und das Schaffen ist immer schwieriger als das Blockieren oder irgendwas zu zerstören. Das ist immer, haben wir jetzt in den letzten beiden Jahren ja wieder schön im realen Leben erlebt. Mit einem Federstrich bringen wir die Wirtschaft zum Erliegen. Ich hatte ja sozusagen die letzten beiden Jahre Berufsverbot, ne, als Reiseveranstalter. Ah ja. Und dann wundert man sich in der Politik, okay, wir haben jetzt die Maßnahmen zurückgefahren. Warum reisen die Leute jetzt nicht? Warum gibt es denn so einen Chaos an den Flughäfen? Und wir haben da jetzt das Ticket so billig gemacht. Warum sind die Züge verspätet, voll? Wieso denn? Na, also wir haben es kurz abgeschaltet und haben gedacht, wir schlagen den Schalter wieder um. Ja, das nennt man Weltfremdheit. Wenn ich, wie gesagt, etwas ändern will, dann ist das in meinem Verantwortungsbereich, was ich mache. Das heißt, wie Sie es vorhin gesagt haben, ich habe meinen Weg bin ich gegangen und mache das nach wie vor. Und das, was ich tue, stelle ich einfach zu dem anderen dazu. Und dann werden wir einfach mal sehen, was Bestand hat. Und so gilt das für alle, sagen wir mal, Bereiche. Ich muss mich nicht auf der Straße festkleben, weil ich meine, ich muss etwas fürs Klima tun. Viel cleverer wäre es zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal um eine wirklich alternative Antriebsquelle, die möglichst preiswert ist, die möglichst jedem zur Verfügung steht und die keinen großen Aufwand bedarf. Also ich nehme jetzt mal so Magnetmotor, Sauerstoffmotor dann, oder die Wasserstoff, die Vielzelltechnologie oder meinetwegen auch die freie Energie und ich baue jetzt mal eine Maschine. Und dann mache ich das erstmal für mich, vielleicht hat mein Nachbar Interesse, vielleicht baue ich es mal in Kleinserie und dann werde ich irgendwann mal einen finden, dass auch, Mensch, Junge, mach doch mal ein Patent draus, komm, das machen wir in größerer Hinsicht. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Was auch den Individualverkehr und die Verbrennungsmaschinen anbetrifft, da höre ich die Leute tönen, das müsse man verbieten, ja, weil die Autos seien ja genauso überaltert, wie es mal die Pferdekutschen waren. Stimmt, die Pferdekutschen fahren heute, außer im touristischen Bereich, auch nicht mehr. Aber warum? Nicht, weil man sie verboten hat, sondern weil irgendwann mal der motorisierte Lastkraftwagen leistungsfähiger, größer war, mehr tragen konnte, zuverlässiger gewesen ist. Ja. Kein Mensch brauchte mehr die Pferde. Segelschiffe, so schön wie sie waren, die Dampfer waren pünktlicher, die waren effizienter, mit denen könnte man viel mehr Geld verdienen. So, also waren die Segelschiffe irgendwann mal Relikte. Und so vollzieht sich eine Entwicklung, aber nicht, indem ich versuche, durch Verbot oder durch irgendwelche wirtschaftlichen Sanktionen eine Entwicklung, die mir vielleicht persönlich gefällt, zu erzwingen. Das ist ein Dirigismus, den kenne ich aus meiner Kindheit und Jugend. Und ja, was daraus geworden ist, nochmal auf dem Thema rumzureiten, das wissen wir ja. Ne? Also so funktioniert es einfach nicht. Sondern jeder sollte für sich klar werden, was will ich in meinem Leben erreichen? Dann, erst wenn ich mit mir klar bin, erst wenn ich mich auch selber angenommen habe, so wie ich bin mit allen Ecken und Kanten, wenn ich diese Selbstliebe und diese Selbstachtung, erst wenn die da ist, dann kann ich wirklich darüber reden, dass ich andere Leute liebe und achte. Und dann geht's weiter. Verhältnis in der Familie. Ich weiß, das ist auch ganz furchtbar konservativ, das ist ja fast schon Nazi, wenn man über Familie redet heutzutage, weil das alles kunterbunt ist, aber trotzdem. Auch ein Genosse Marx hat gesagt, die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Das habe ich noch einmal in der Schule gelernt. Also wenn es in der Gesellschaft funktionieren soll, muss es in der Familie funktionieren. Ganz schwierig. Freunde kann ich mir aussuchen, Verwandte nicht. Aber trotzdem sollte ich mit dieser Situation arbeiten, weil, da sind wir ja wieder bei Karma und Reinkarnation, warum bin ich denn genau in diese Situation geboren? Was habe ich für ein Thema dort? Was habe ich zu klären? Was habe ich zu lernen? Und wenn das stimmt, und das stimmt im Freundeskreis, wenn man sich aufeinander verlassen kann, wenn man ehrlich und offen miteinander umgeht und dann gemeinsam was unternimmt,
dann wird es funktionieren. Dann funktioniert es in der Nachbarschaft. Und wenn es in der Nachbarschaft funktioniert, funktioniert es im Ort. Funktioniert es im Ort, wird es auch in der Umgebung funktionieren. Funktioniert es in mehreren Orten, wird es in der Region funktionieren. Funktioniert es in der Region, dann funktioniert es auch im Großraum. Und wenn es im Großraum funktioniert, dann funktioniert es irgendwann mal im Land. Aber nur so kann es laufen. Also die persönliche Veränderung haben andere Leute, die viel berühmter waren als Sie und ich, haben das schon zum Welthit gemacht in den 80er Jahren. Einfach mal an Michael Jackson denken, starting with the man in the mirror. Ne? Also wenn ich was verändern will, fange ich mit dem Typen im Spiegel an. Ja, ganz einfach. Ja, ja. Also Herr Ritter, ich habe noch selten jemanden so positiv von der Zukunft sprechen hören, der sich mit der Zukunft beschäftigt wie Sie. Und ja, die Videos, wo ich jetzt gesehen habe, das war Untergang und Krieg. Und Sie machen richtig Hoffnung und Lust auf Zukunft. Wunderbar, mehr davon. Mehr davon. Ja, darum soll es ja auch gehen. Mehr also davon. Es gibt, ja? Danke. Es gibt zwei Dinge, mit denen ich arbeiten kann. Das haben wir in den letzten beiden Jahren auch gesehen. Das eine ist das Prinzip Angst. Ja, das benutze ich aber nur, wenn ich Macht ausüben will. Dann brauche ich Angst, ja, weil die Wahrheit, die steht für sich allein. Ja, wenn ich etwas aufrechterhalten will, was eine Lüge ist, dann muss ich manipulieren. Und manipulieren kann ich am besten mit Angst. Indem ich eine Panik erzeuge, haben wir erlebt, setzt sich bis heute noch weiter fort. Zumindest in Deutschland, da sind wir auch besonders gründlich. Also ich war jetzt gerade in Großbritannien, dort ist das Thema schon vom Tisch. Ja, das ist seit Monaten vom Tisch. Das interessiert niemanden mehr, auf Deutsch gesagt. Ja, interessanterweise auch die Lufthansa ist die einzige europäische Airline mit Maskenpflicht. Ja, gibt es denn noch Menschen in England? Gibt es noch Briten oder sind schon alle gestorben? Oder gibt es noch? Also es gibt sehr viele und es war auch eine sehr bunte Feier zu Ehren der Queen und selbst die Queen mit 96, da geht's blendend, ja. Also sie hat sich zwar ein bisschen zurückgezogen aus den Feierlichkeiten, hat ihre Kinder machen lassen, aber das war nicht, weil sie gesundheitlich irgendwie schlecht ging. Sie hat einfach nur bereitet sich den verdienten Ruhestand vor und sie hat mit diesen Verteilung dieser protokollarischen Aufgaben schon gezeigt, also wenn ich mal nicht mehr da bin, dann gibt's einen König. Nach dem König gibt es auch noch einen König. Und nach dem König wird es auch noch einen König geben, weil da habe ich schon vorgesorgt. Also das war schon mal ganz interessant von dieser Warte her. Nee, in Großbritannien läuft es einfach interessanterweise. Das ist auch ein Thema, warum ich davon ausgehe, Reisen wird es in der Zukunft auch noch geben. Natürlich, wir werden diese Bestrebungen haben, dass also so Massentourismus wegverlagert wird oder irgendwo ins Virtuelle verlagert werden. Aber Reisen im klassischen Sinne, nicht einfach nur, weil ich mich in die Sonne legen und Party machen will, sondern wenn ich eben wirklich andere Länder und Kulturen kennenlernen will, Reisen wird in der Zukunft noch wichtiger sein. Denn nur, wenn ich selbst vor Ort gewesen bin, mir ein Bild davon gemacht habe, dann kann ich mitreden. Weil dann weiß ich, wie es dort läuft. Dann habe ich mich mit den Leuten ausgetauscht. In dem Sinne waren auch die letzten 10 Tage dort in Großbritannien eine absolute Bereicherung. Unwahrscheinlich viele interessante Gespräche, unterschiedlichste Meinungen zum Weg von Großbritannien, zum Weg des Kontinentes. Aber alle wirklich hochinteressant. Und ich muss dazu sagen, es gibt kaum ein Unternehmen dort in Großbritannien, was nicht Mitarbeiter sucht. Die schauen gelassen, aber auch mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft, so nach dem Motto, ja, wir haben uns jetzt zu diesem Schritt entschlossen, hat nicht die Zustimmung von allen, aber jetzt setzen wir es um, jetzt machen wir es und wir haben ja in der Vergangenheit schon öfters mal mit dem Rücken an der Wand gestanden, wir haben auch immer was draus gemacht und so machen wir es auch diesmal. Also dieser Grundoptimismus, der ist einfach da und so gestaltet sich halt auch das Leben. Und das ist die andere Seite, auf der ich mich eher sehe. Ja, also jetzt nicht England, sondern einfach diese Grundhaltung. Man nimmt das Leben, wie es ist, weil man kann sich zwar alles schön träumen oder schön reden, aber man sollte die Realitäten akzeptieren. Mhm. Aber man kann ja die Realitäten zum einen, das ist das Prinzip Angst, als Bedrohung sehen oder man sieht sie als Möglichkeiten. Ich sehe das eher als Möglichkeiten. Und vielleicht hängt es auch mit meiner Erziehung zusammen. Ich bin so erzogen worden, dass es also nicht Probleme, sondern dass es Lösungen gibt. Also wirklich lösungsorientiert. Deswegen stehe ich ja jetzt so als alter, weiser Mann, der ich nur auch so langsam bin, stehe ich auch manchmal so völlig fassungslos vor bestimmten Attitüden der heutigen Generation, die zwar unwahrscheinlich viel fordert, aber jetzt nicht bereit ist, irgendwie selber was zu machen. Ja, also man fordert, die anderen sollen das regeln, weil man ist ansonsten ja um seine Zukunft gebracht worden. Also zu meiner Zeit hätte jeder gesagt, du pass mal auf, wenn dir das nicht gefällt, und mir hat in meiner Jugend auch sehr vieles nicht gefallen, da war aber immer der Ansatz, du, dann machst du besser. Dann mach dir mal einen Kopf und dann ändere die Zustände. Ja, wenn dir
bestimmte Abläufe nicht gefallen, dann sorg einfach dafür, dass die sich so gestalten, dass es dann funktioniert. Genau, ne? Und genau. Wenn dir bestimmte andere Sachen nicht gefallen, dann lebst du doch vor, zeigst doch mal, wie es anders geht. Ja. Und das möchte ich den Leuten heute einfach auch so ins Stammbuch schreiben. Super. Es gab in den 80ern, glaube ich, gab es da einen wunderbaren Film bezieht sich auch wieder auf den Totalitarismus, jetzt mal für diese Zeit im Dritten Reich oder wie das überhaupt so weit kommen könnte. Die mit Welle. Diesem einen Schauspieler, nein, nicht die Welle, sondern Mephisto. Mephisto. Ja, dieser Film, Mephisto, dieser Film, und da ist er ja noch im Anfang, ist er noch so im revolutionären Arbeitertheater, und ich glaube, das spielt da in Bremen, diese Situation. Sie stehen da, diese Gruppe da Anfang der 20er Jahre, sie stehen da in dem Theater und sie schwärmen davon, wie denn das Theater in der proletarischen Revolution zu sein hat, wie man das Publikum damit reißen will, man die Leute einbezieht. Mhm. Und er steht so ein bisschen abseits und sie sprechen ihn dann an und sagen, ja Mensch, und du bist doch einfach der Beste von uns, warum machst du hier nicht mit? Und du hast doch das größte Potenzial und du solltest doch. Und da schaut er sich so an und sagt, Leute, ehe wir alternativ sind, ehe wir so alternativ sind, müssen wir erstmal besser sein. Das war für mich ein Schlüsselsatz in der Jugend. Ja? Bevor du alternativ bist, good. Musst du erstmal besser sein. Und das ist das, was ich meine. Man sollte sein Ding machen und sollte es daneben stellen und schauen, hat es Bestand oder ist die Notwendigkeit, etwas zu ändern, etwas zu überarbeiten. Aber so geschieht Entwicklung. Ja. Und das ist ja das Schwierige am Dafürsein. Man geht den Weg, den vor allem noch keiner gegangen ist. Das heißt, man kann auch in die Irre gehen. Man kann auch auf die Nase fallen. Ist in unserer Gesellschaft ganz, ganz schlimm. Weil ich sag mal, jetzt auch wirklich im englischsprachigen Bereich oder auch in anderen Teilen der Welt ist es so, du fällst auf die Nase, sagst, ja, hättest eigentlich wissen können, stehst auf und machst weiter. Und jeder, der dich hat auf die Nase fallen sehen, sagt, ja, Kumpel, hätten wir dir sagen können, aber du wolltest ja nicht anders. Aber du, okay, hast du es eingesehen, komm, wir helfen dir, es geht weiter. In Deutschland fällst du auf die Nase, bleibst erstmal liegen, überlegst, wem du die Schuld geben und wen du verklagen kannst. Also wenn du da das anhängen kannst, damit das irgendwie, das ist diese Vollkasko-Mentalität, das gefällt mir auch nicht so. Also ein bisschen mehr auch so an Risikobereitschaft, aber dazu ist auch die gesellschaftliche Situation nicht gegeben, muss man einfach sagen, weil diese ganze aktuelle gesellschaftliche Struktur regt nicht dazu an, sich Ideen zu machen, sich den Kopf zu machen, Risiken einzugehen, gar irgendwo ein eigenes, ja, eigenes Kapital einzusetzen, um damit irgendwas zu kreieren, sondern das regt eher dazu an, doch zu sagen, ja, der Staat möge doch machen und vielleicht versucht der Staat auch nicht, ne? Das aus meiner Sicht falsches Anreizsystem. Ja, das, ja. Das sollte sich ändern. Aber das kann man wirklich nur machen, indem man dann einfach sagt, kann, lass mal den Staat sein, lass die mal machen. Die kriegen von mir, was sie unbedingt wollen, nämlich mein Bestes, mein Bargeld in Form von Steuern. Mehr aber auch nicht, sondern ich kümmere mich mal um das, was ich machen kann. Mhm. Und ja, das ist mein Weg. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich da die Situation für mich klären sollte. Ja. Also für alle, die jetzt Horrorszenarien erwarteten, jetzt ist sehr ernüchternd, aber wunderbar, sie sprechen mir aus dem Herzen. Bei uns im Schwarzwald sagt man, mach's anders, wenn's kascht. Und das habe ich auch schon an Häusern als Wahlspruch gesehen, also einfach, mach's anders, mach's besser, wenn's du kannst, ansonsten, ja, nimm's so hin, wie's ist. Ja. Herr Ritter, wenn jetzt jemand bei Ihnen war zu einer Palmblattlesung, ja, man will ja dann mehr wissen, weiter wissen. Wie geht es für mich weiter? Wie geht es für mein Geschäft weiter? Kommen die Leute dann immer wieder zu Ihnen oder kommen die zu einer Lesung oder wie läuft das ab? Das Interessante ist, wenn man so eine persönliche Lesung bekommen hat, ist ja das eigene Palmblatt dann identifiziert. Und ich mache das auch so, in Indien habe ich das vorgemacht auf den Reisen oder jetzt eben auch virtuell, weil das online mit der einen Bibliothek aus Chennai. Es ist wirklich so, wenn man das Blatt mal identifiziert hat, kann man dann in bestimmten Lebenssituationen auch wieder in die Bibliothek gehen und nachfragen. Okay. Wir hatten jetzt eine Situation zum Beispiel, da war in vor 2 Jahren, wir haben ja 2020 mit dem Beginn des Lockdowns, haben wir dann angefangen, das Ganze so anzubieten. Und da gab es also für einige Leute schon Hinweise, die gesagt haben, ja, innerhalb des nächsten Jahres wird sich deine berufliche Situation ändern, du willst ja sowieso aufhören, da wird es einen neuen Job für dich geben und das wird sich halt entsprechend verbessern, ist eine bessere Stelle. Um die Zeit wird das passieren, unter den und den Umständen. War für einige Leute vorausgesagt, da war eine Dame und die meldete sich dann bei und sagte, ja, ist mir ein bisschen peinlich jetzt, mich da zu melden. Die hatten ja gesagt, das wird alles besser und jetzt ist es tatsächlich soweit, aber ich habe jetzt nicht nur eine neue Stelle in Aussicht, es sind 3.
was soll ich denn jetzt machen? Ich würde gerne mal wissen, welche ist die beste? Und das ist so eine Situation, wo auch die Hindus in Indien ganz normal wieder in die Bibliothek gehen würden und dort Fragen stellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie soll denn das funktionieren? Na, wie geht das eigentlich? Weil der hat doch den Text vorgelesen, was soll denn da noch rauskommen? Das Interessante ist die Struktur dieser Sprache, dieses Alt-Tamilischen. Das ist keine alphabetische Schrift wie unser Alphabet, was wir haben, sondern es ist eine Lautschrift. Die besteht aus 67 verschiedenen Lauten, die unterschiedliche Bedeutungen haben und in der Kombination ebenfalls wieder unterschiedliche Bedeutungen ergeben. Man kann die Struktur dieser Sprache mit dem Hologramm vergleichen. Das heißt also, der Leser liest in der Lesung erstmal das, was er sieht, beziehungsweise was eben der Rishi, der Schöpfer dieser Palmblatt-Bibliothek in dem Moment sehen lässt. Und danach, wenn man Fragen stellt, je präziser die Fragen sind, umso tiefer kann er in diese Bedeutungsebenen eindringen, also so 3, 4, 5 Ebenen tiefer gehen und dort findet er dann die Antwort auf die konkrete Frage. In dem Fall der von mir erwähnten Dame war es eben so, ja, nicht nur ein Job, sondern 3. Was soll ich jetzt machen? Die Antwort war sehr detailliert, hat gesagt, ja, gehen Sie zu allen 3 Interviews. Hören Sie sich erstmal an, was die zu bieten haben. Und dann lassen Sie die wissen, dass die nicht die Einzigen sind, die Ihnen da eine Offerte unterbreitet haben, sondern dass Sie tatsächlich wählen können. Und sie hat wirklich einen super Job bekommen, ist mega glücklich, läuft alles toll, so, wie sie sich toll das vorgestellt hat. Und sie hat dann hinterher nochmal angerufen und hat gesagt, dass er, wenn der mir das dann nie gesagt hätte in der Lesung, ich hätte mich das gar nicht getraut, danach zu fragen. Und wissen Sie, ich habe das so gestanden, was die mir plötzlich alles angeboten haben, was da plötzlich alles ging. Möglich also nicht bloß finanziell, sondern möglich für die Kinderbetreuung. Und dann war ein Dienstfahrzeug plötzlich im Gespräch. Und ja, Urlaub, da waren sie auch ziemlich großzügig. Sie war dann ja, war wirklich zufrieden mit dem, was er da erfahren hat. Das ist tatsächlich so, wenn man eben in einer konkreten Lebenssituation Fragen hat, kann man die immer wieder stellen. Ja. Und ich muss ja dazu nicht nach Indien, wir kommunizieren jetzt auch wunderbar, das geht sogar vom tiefsten Schwarzwald bis nach Sachsen. Man muss nicht unbedingt mit Ihnen nach Indien, wobei ich denke, das wäre eine Reise wert auf alle, weil mit Ihnen nach Indien reisen wäre das ganz toll. Das läuft auch übers Netz, oder? Ja, das läuft virtuell, so wie wir es halt auch mit diesen Clips, die ich da halt bei YouTube dort publiziert habe, wie man es dort auch sieht. Also das sind Skype-Schaltungen, wo dann also die Kollegen aus Indien, also der Leser, sein Bruder als Übersetzer, ich selbst ebenfalls als Übersetzer ins Deutsche und der jeweilige Klient zusammengeschalten sind. Also jeder sitzt zu Hause. Ansonsten ist es dieselbe Situation, als würde man bei dem Leser im Büro sitzen. Außer man schwitzt nicht so, weil ne, man hat eben hier zu Hause dann entweder das Fenster geöffnet oder Klimaanlage an. Ja. Und im Winter ist es auch schön warm, weil der Ofen geheizt ist. Na, also so in der Richtung. Das heißt, es ist etwas bequemer, aber ansonsten, was Inhalt und Ablauf der Lesung anbetrifft, ist genauso wie vor Ort. Interessanterweise muss ich dazu sagen, funktioniert allerdings nur in dieser Bibliothek, weil auf unseren Reisen besuchen wir verschiedene Bibliotheken und bei anderen ist es eben einfach von der technischen Seite her nicht möglich, beziehungsweise sind die Leser halt nicht bereit, das zu machen. Und man muss sagen, der Leser, den wir hier in Chennai haben, der praktiziert eine bestimmte Art von Nadi-Reading, so nennt man das Palmblattlesen, das ist das sogenannte Jiva-Nadi. Das heißt, er liest in der Situation das, was er auf dem Palmblatt sieht, also diesen Text. Und beim Jiva-Nadi geht man aber davon aus, dass der Rishi, also der jeweilige Schöpfer dieser Palmblatt-Bibliothek, in dem Fall ist es Sri Agastya, also das ist der Schriftgelehrte unter den Rishis, dass der dann noch präsent ist. Ja, das heißt, auf energetischer Ebene anwesend ist, sodass man die Hindus davon ausgehen, wenn der Leser den Text auf diesem Blatt in Alt-Tamil rezitiert, dann spricht den Anwesenden. Das sieht man auch in den Videos, wenn man sich das anschaut. Er hat einen anderen Habitus, wenn er das vorliest, als wenn er das dann seinem Bruder übersetzt. Ja, dann ist er sozusagen wieder er selber. Vorher spricht der Regie. Das ist also das wahrscheinlich ein Grund dafür, dass es eben auch virtuell funktioniert. Dass die Energie des Verfassers präsent ist. Ja. Ja, so kann man das sagen. Ja. Spannend. Und ich denke, das ist auch ein Grund, dass es eben funktioniert oder dass es eben so funktioniert, wie das hier läuft. Sehr beeindruckend, Herr Ritter. Wir werden Ihre Adresse verlinken. Ich finde es ganz spannend. Und
Da kann man dann gerne auch das eine oder Update, das eine oder andere Update von den Informationen, die wir da auf YouTube gestellt haben, ist gerade für die Leute, die jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, was Zukunftsängste anbetrifft, hilft hoffentlich, die abzubauen. Und demnächst wird auch, also ich denke jetzt mal diese oder Anfang nächster Woche, wird auch noch ein weiteres Update kommen. Okay. Das hat er schon angekündigt. Also Richie hat sich wieder bei ihm gemeldet, hat gesagt, du, da gibt es noch ein paar Infos. Und also wir werden es auch weiter fortsetzen. Ja. Und weil das Thema vorhin kam, Reisen und eben auch online, das zu machen. Wir haben uns entschlossen, also auch wenn wir wieder mit den Reisen beginnen, das wird jetzt im zweiten Halbjahr wird das der Fall sein, werden wir aber auch immer wieder Zeiten reservieren für diese Online-Lesung. Weil ich eben auch gemerkt habe, ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang gar kein Freund von diesen virtuellen Geschichten hier. Mhm. Also, dass es Skype gab, wusste ich. Zoom hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass sowas überhaupt existiert. Aber man lernt weiter, man entwickelt sich ja. Ne? Und ich habe festgestellt, dass es eben auch eine Möglichkeit ist, Leute an diesem Thema teilhaben zu lassen und auch die Fragen zu beantworten, für die es unter Umständen sonst überhaupt nicht möglich wäre, an diese Informationen heranzukommen, weil es eben persönliche Einschränkungen gibt, weil es Probleme mit der Familie gibt, wenn man jemanden pflegen muss in der Familie, ist es nicht möglich, da eine Woche oder 14 Tage irgendwo hinzureisen. Es geht einfach nicht. Und oder eben jemand, der gesundheitlich eingeschränkt ist oder der aktuell ein Problem hat in seinem persönlichen Umfeld oder mit dem Job, wo das eben sonst nicht möglich wäre, kann man sozusagen dort in der Hinsicht auch Hilfe anbieten. Und das denke ich, das sollte auch erhalten bleiben. Deswegen werden wir das in der Zukunft auch parallel machen. Also diese virtuelle Arbeit wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch mehr Raum einnehmen. Also ich bin sehr dankbar dafür, sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht auf Sie gestoßen. Also Gott sei Dank musste sie sich damit befassen. Da sieht man mal wieder, für was es gut sein kann. Richtig, richtig. Weil es ist eben auch ein Werkzeug wie alles andere. Und man kann es natürlich im Guten einsetzen, indem man eben Informationen möglichst verbreitet, oder man kann es natürlich auch anders einsetzen. Das ist immer in der Hand desjenigen, der die Technik anwendet. Aber die Technik an sich, die ist neutral. So ist es. Wunderbar. Herr Ritter, ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Schön, dass es zustande gekommen ist, dass Sie sich die Zeit nehmen. Haben Sie noch ein Schlusswort für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich bedanke mich ebenfalls ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit, dieses Interview hier mitgeben zu dürfen. Für die Einladung habe ich noch halt ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, als Schlusswort fällt mir gerade noch was ein. Und zwar zu der Situation und über die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und weil jetzt auch ja gerade die Jungs da nach Sylt mit einem 9-Euro-Ticket gefahren sind und dort gerade ihre Party machen. Da gab es nicht als der Szene, aber aus einer anderen, gab es ja auch eine Band, eine der erfolgreichsten deutschen, eine der umstrittensten deutschen Bands. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Ich kenne sie. Wer das Zitat jetzt hört, der wird's mit Sicherheit wissen. Und die hatten da einen ganz interessanten Song, und der Refrain dieses Songs, den finde ich sehr passend als Schlusswort hier. Also das Zitat lautet wie folgt: Das hier ist euer Erbe, doch wenn es euch nicht gefällt, dann werdet bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt. Wunderbar. Herzlichen Dank und ganz herzliche Grüße nach Sachsen. Bleiben Sie gesund. Ciao. Ganz herzliche Grüße zurück in Schwarzwald. Alles, alles Gute. Und ja, auch all unseren Zuschauern eine wunderschöne Zeit. Alles Gute, und das Glas ist immer halb voll. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Ritter. Danke. Slevenish, when ich's nur seh.